bald wieder. Hamilton aus Houston. Jackson aus Waco. Elmore aus Princess Peak. Ausschalten, es kann losgehen. Hey! Na komm. Tja, dass die Konföderierten Männer brauchen, habe ich gewusst. Nur, dass es so dringend war, hat mich doch überrascht. Schweigen Sie! Ich habe den Eindruck, dass wir bald Waffenbrüder sind. Sergeant, lassen Sie die Männer vorführen. Absteigen. Stellen Sie sich zu den anderen. Hören Sie zu. Billy Parcel Candy. Sie wurden wegen Raub und Mord begangen an 4 Personen auf der Straße nach San Antonio zum Tod durch den Strang verurteilt. Aber Kraft der Autorität meines Amtes erkläre ich Sie für begnadet. John Morgan Candy. Er wurde der Beihilfe dieser von seinem Bruder Billy Candy begangenen Morde verdächtigt, aber am 12. Juni 1867 freigesprochen. Er erschoss am 14. Juni bei dem Versuch, seinen Bruder zu befreien, 2 Gefängnisbeamte. Er wurde des Mordes überführt und zum Tod durch den Strang verurteilt. Kraft der Autorität meines Amtes erkläre ich Sie für begnadigt. S.V. Haggard. Während er entgegen den gesetzlichen Bestimmungen eine Herde Vieh nach New Orleans trieb, wurde er von einem Trupp konföderierter Kavallerie angehalten. Dazu hatten Sie kein Recht, Captain. Trotzdem forderte er seine Leute auf, das Vieh weiterzutreiben. Es wurden 2 Soldaten und 5 Viehtreiber getötet. Es tut mir leid, es waren tüchtige Treiber. Er wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und 7-fachen Totschlags zu 20 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Ich war im Recht, und wenn Sie mich 20 Mal einsperren. Begnadigt. Hale Newton erschoss beim Kartenspiel einen unbewaffneten Mann und wurde wegen Mordes zum Tode durch den Strang verurteilt. Begnadigt. Gavin Sturgis, ein bekannter, gefährlicher Straßenräuber. Er überfiel die Postkutsche auf der Fahrt nach Springfield und erschoss den Kutscher und 3 Passagiere. Wegen 4-fachen Mordes zum Tod durch den Strang verurteilt. Begnadigt. Treten Sie alle einen Schritt vor. Heben Sie die rechte Hand und sprechen Sie mir nach. Ich schwöre hiermit feierlich, dass ich gewillt bin, mich den Gesetzen zu beugen und sie zu befolgen, die in den Artikeln des Kriegsrechts verankert sind. Kennen Sie einen Ort namens Downsprings? Downsprings ist eine Minenstadt, ungefähr 4 Tagesritte nördlich von hier. Sie ist unbewohnt. Nur die Postkutsche macht dort 2-mal im Monat Station. Es werden dort nur die Pferde gewechselt. In der Kutsche, die etwa um den 18. herum ankommt, reist ein Mann namens Steffen Jethro. Am 18. Da ist aber nicht mehr viel Zeit. Und der kürzeste Weg ist auch der gefährlichste. Die ganze Gegend ist voll von Indianern, die auf dem Kriegspfad sind. Deswegen haben wir sie 5 Jahre begnadigt. Sie werden schon heil durchkommen. Jethro war der Kopf des Geheimdienstes der Südstaaten, der zwischen den Linien gearbeitet hat. Er ist zum Feind übergelaufen. Die Kutsche ist auf der Fahrt von Kalifornien nach Fort Maine. Sie darf aber Maine nicht erreichen, da Jethro dem Kommandanten von Fort Maine wichtige Informationen zu überbringen hat. Wie wollen Sie den Mann haben? Wenn es irgend geht, lebend. Wenn es sein muss, tot. Und was wissen Sie noch? Wir wissen, dass die Kutsche nicht fahrplanmäßig kommt und von einer Kavallerieeskorte begleitet wird. Das ist keine Kleinigkeit. Wir brauchen also nur einen gefährlichen 4-Tagesritt und ungefähr 3 Tagen zu machen. Dann schleichen wir uns einfach zwischen wilden Indianerhorden durch, die gerne unseren Skalp haben möchten. Dann durchqueren wir die feindlichen Linien und überfallen eine Kutsche, die von Kavallerie eskortiert wird. Und dann nehmen wir einen Verräter fest und bringen ihn mit hierher zurück vors Kriegsgericht. Das ist immerhin ein Auftrag, der es in sich hat, Captain. Sie haben immerhin erheblich mehr Chancen durchzukommen, als Sie beim Henker haben würden. Dieser Jethro darf auf keinen Fall sein Ziel erreichen. Und die $30,000, die er bei sich hat, dürfen auch nicht in die Hände der Yankees fallen. Diese $30,000, von denen Sie sprechen, sind die in Goldbarren oder in konföderiertem Geld? Es sind Goldmünzen. Wir brauchen sie dringend für unsere Sache. Jethro hatte den Auftrag, mit diesem Geld neue Spione für uns anzuwerben und zu bezahlen. Selbstverständlich werden wir versuchen, dieses Down Springs zu erreichen, um diesem Verräter, wenn möglich, einen dicken Strich durch die Rechnung zu machen. Glauben Sie, dass diese Mörder es schaffen? Sie sind jetzt Soldaten der Südstaaten. Also glauben Sie, dass diese Patrioten es schaffen?
Wenn Sie es nicht aus Patriotismus tun, dann gibt es für Sie noch 30.000 andere Gründe. Jethro muss unbedingt abgefangen werden. Weißt du am besten Bescheid? In welche Richtung müssen wir jetzt? Darunter ist es weiter. Am besten reiten wir am Fluss entlang. Aber dabei besteht die Gefahr, dass wir auf Indianer stoßen. Ich glaube nicht, dass die so weit südlich sind. Wir haben zu großen Umwegen keine Zeit. Der Herr machen sich wohl zum Sprecher für uns. Ich spreche ausschließlich für mich. Ich entscheide mich für den Weg am Fluss entlang. Und wem es nicht passt, der kann einen anderen Weg nehmen. In ein paar Tagen hätten wir an so einem Baum gehangen. So ist es angenehmer. Das kann dir auch anderswo blühen. Und du baumelst ganz bestimmt eines Tages, wenn du dich nicht änderst. Das ist noch längst kein Grund, mich anzuschnauzen. Ich habe nur getan, was du sagtest. Ja, aber 5 Kilometer von der verabredeten Stelle. Das ist ja jetzt vollkommen gleichgültig. Hauptsache, wir baumeln nicht. Halt's Maul. Ich kann so viel reden, wie ich will, und ich lasse mir von dir überhaupt nichts sagen. Bitte, Hill, du kannst von mir aus auch den anderen Weg reiten. Ich nehme den kürzeren Weg. Ich will mir das Gold nicht entgehen lassen. Hast du gehört, was der Captain gesagt hat, von tot oder lebendig? Na, da wird sich dein kleiner Bruder bestimmt freuen. Mit direkter Genehmigung hat er noch niemand erschossen. Ich glaube, Gabber, du möchtest hier gern so eine Art Räuberhauptmann spielen. Na schön, ich bin einverstanden. Aber bilde dir nur nicht ein, wenn die 30.000 Dollar erst in unseren Händen sind, dass du bestimmen kannst, was damit geschieht. Es wird schon jeder bekommen, was ihm zusteht. Ich finde, man sollte nicht so viel von Dingen sprechen, die man noch nicht hat. Es liegt noch ein ziemlicher Weg dazwischen. Eine Menge Indianer, Deserteure von beiden Seiten und eine Eskorte Kavallerie. Ich fürchte, wir erleben noch mehr Überraschungen, als uns lieb ist. Sind 4-5 Tage alt. Comanchen. So weit südlich? Das ist immer so in Kriegszeiten. Da wandern die Indianer mal hierhin und mal dorthin. Mach ein Feuer. Wir wollen hier lagern. Hältst du es für klug, Feuer zu machen, wenn Indianer in der Nähe sind? Die sind mittlerweile so weit weg, dass sie es nicht sehen. Und wenn sie in der Nähe sind, wissen sie sowieso schon, dass wir hier sind. Ich brauche Holz. Sag mal, was heißt eigentlich SV? Gar nichts. Ich verstehe nicht, wie ein Mensch SV heißen kann. Tja, das kommt daher, dass ich noch 15 Brüder gehabt habe. Und ich war von der ganzen Bagage der Allerjüngste. Na, und als es soweit war, dass ich kam, da waren die Namen natürlich knapp. Eine merkwürdige Geschichte. Du bist überhaupt ein eigenartiger Kerl, SV. Ist es nicht reichlich früh, mich auszuhorchen? Auszuhorchen? Wie meinst du das? Du gehörst zu den Menschen, die bei allem, was sie sagen oder tun, einen Hintergedanken haben. Und ich finde es noch etwas zu früh, sich auf irgendeine Seite zu schlagen. Jeder Kartenspieler möchte gerne wissen, mit wem oder gegen wen er spielt. Du versuchst schon vom ersten Tag an, uns in die Karten zu gucken. Erst hast du Gavin ausgefragt, dann war der Kleine dran. Na, und nun muss ich herhalten. Dein Schlachtplan steht wohl schon fest? Gar nicht so schlecht gedacht. Wir passen sicher gut zusammen. Wir wissen beide, was wir wollen. Klar habe ich mich nach einem Partner umgesehen vom ersten Tag an. Und jetzt kenne ich ihn. Wir könnten doch das Gold ganz gut gebrauchen. Ich meine, wir beide. Allein. Und was tun unsere lieben Freunde, während wir zwei unseren Turmfass spielen? Nichts. Die anderen tun gar nichts. Na, was sagst du dazu, ne?
Ich sage, füllen wir diese Dinger hier. Jetzt weiß ich auch endlich, was SV heißt. Sehr vorsichtig. Der Kartenspieler und der Alte halten sich ziemlich lange am Wasser auf. Die besprechen doch irgendwas. Vielleicht sollten wir das auch tun. Ich will ja nicht das ganze Gold haben. Ich will nur einen Anteil. Einen für meinen Bruder und einen für mich. Und einen für mich? Ja, natürlich. Unsere Freunde kommen wieder. Also, einverstanden? Kennen die? Wir werden uns vielleicht einig. Du hast dich mit dem falschen Mann unterhalten. Ich finde, wir sollten unsere Pistolen alle in dieselbe Richtung halten, wenn der Tanz losgeht. Auf die Candies. Wie kommst du darauf, dass ein Tanz losgeht? Die Candies haben bestimmt vor, das Gold durch zwei zu teilen, wenn... Wenn wir uns nicht zusammentun? Ganz recht. Na, was sagst du dazu? Du, Haggard und ich. Wir drei. Well, wir werden uns vielleicht einig. Immer dicht aufschließen. Die Indianer haben eine Vorliebe für den letzten Mann. Menschen müssen hier gewesen sein. Jedenfalls haben sie hier ein Feuer gemacht. Hier haben sie irgendwas verbrannt. Oder irgendwen. Bist du verrückt? Willst du uns unbedingt die Indianer auf den Hals setzen? Lass ihn ruhig. Nimm den Fuß von seinem Arm. Das ist doch nicht dein Ernst. Wird's bald. So, warte, du Schwein, jetzt bring ich dich um. Los, versuch's doch. Komm schon. Ist der Kerl verrückt? Na los, komm doch. Worauf wartest du noch? Ach was. Geben Sie mir bitte meine Pistole wieder. Gratuliere, hast gewonnen. Ich glaube, du hast jetzt einen treuen Hund, der dir nachläuft. Tollwütig, aber treu. Das waren Comanchen. Anscheinend ein Soldat der Union. Was von ihm übrig ist? Hale, such mir den Candies die Umgebung ab. Haggard und ich werden uns die Gegend mal von oben ansehen. Wollen wir ihn begraben? Ach, wozu?
Ich habe es ganz leise gemacht, Caban, wie du es befohlen hast. Das war sehr gut. War er allein? Da drüben sind noch eine Menge. Dieser war wahrscheinlich ihr äußerster Flankenschutz. Ich glaube, die Stämme sammeln sich drüben hinter dem Fluss. Dann werden wir vorsichtshalber einen großen Bogen um den Fluss machen. Wenn wir dabei auch Zeit verlieren. Damit wir nicht so viel Staub aufwirbeln, reiten wir einzeln los. Wo treffen wir uns wieder? Da steht eine Gruppe Eichen unten am Fluss. Bis es dunkel wird, müssten wir es schaffen. Wunderbar, du machst den Anfang. Hill ist der Nächste. Dann Johnny und dann Billy. Ich mache den Schluss. Und wenn sie einen von uns fangen? Na, dann werden wir das Geschrei hören und an dich denken. Halt aber großen Abstand. Gut, wird gemacht. Bis hierher hätten wir es ja erstmal alle geschafft, was? Warum galoppierst du hier so rein? Es hätten Comanchen hier sein können. Da hätte ich doch schon vom Weiten euer Geschrei gehört. Jedenfalls verdienst du dafür eine Tracht Prügel. Was hast du eigentlich immer an mir auszusetzen? Ich habe doch nichts getan. Sei ruhig. Du aber auch. Hat einer Indianer gesehen? Nicht einen. Wir kampieren hier bis Mitternacht. Johnny und Billy übernehmen die erste Wache. Ich löse euch ab. Nach Mitternacht geht es weiter, damit wir den Zeitverlust wieder einholen. Ich bin ziemlich müde. Dann musst du eben schneller schlafen. Ich glaube kaum, dass ich heute Nacht sehr ruhig schlafen werde. Ich bestimmt. Kleines Spielchen gefällig, SV? Ich habe leider noch kein Geld. Langweilige Angelegenheit. Du kannst wohl nicht vergessen, dass man uns fast aufgeknüpft hätte. Was, Johnny? Hast du was gesagt? Du kannst wohl nicht drüber wegkommen. Nein, das kann ich nicht. Komisch. Billy, du musst dich immer dicht an mich halten, wenn es soweit ist. Verstanden? Natürlich, das tue ich doch immer. Diesmal ist es sehr wichtig. Ich renn schon nicht weg. Was hast du eigentlich zu Gaban gesagt, als Hale mit dem alten Wasser holte? Gaban und ich sind uns einig. Das finde ich sehr gut. Der hat nicht mit der Wimper gezuckt, als ich mit dem Messer vor ihm stand. Wieso hast du ihn nicht erstochen? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, es war ihm ganz gleich, ob ich zusteche oder nicht. Er ist in Ordnung. Ich bin froh, dass wir ihn auf unserer Seite haben. Du bist an der Reihe. Doch nicht solchen Staub, Mädchen, sonst kriege ich wieder einen Asthmaanfall. Den kriegst du sowieso, wenn du nicht aufhörst zu trinken. Liebling, du weißt doch, dass ich meine Kehle feucht halten muss. Sonst bringt dieser verdammte Wüstenstaub deinen armen alten Onkel noch um. Geh jetzt lieber und wasch ab. Das wollte ich sowieso gerade tun. Na, nun mach schon.
Ach, warum kommandierst du immer mit mir rum, Liebling? Du weißt doch, dass ich... Wahrscheinlich wieder so ein paar Landstreicher, die auf Pferdediebstahl aus sind. Auf diese Weise sieht man jedenfalls mal ein anderes Gesicht. Du siehst doch immer neue Gesichter, wenn die Kutsche da ist. Ich verstehe gar nicht, warum du... Hier, die Pferde bringen wir in den Stall hinterm Haus. Kutsche ist nicht zu sehen. Und von der Kavallerie auch nicht. Hier scheint gar keiner zu sein. Falls hier doch jemand sein sollte, rede ich. Ist jemand hier? Unfreundlich, wir sind doch völlig harmlos. Das kann jeder sagen. Wir möchten bloß eine Auskunft von Ihnen haben. Etwas Wasser und einen Platz zum Ausruhen. Steigen Sie lieber wieder auf, sonst finden Sie sogar Ihre letzte Ruhe hier. Ist hier schon eine Postkutsche aus Kalifornien durchgekommen? Die Kutsche aus Kalifornien ist erst in 14 Tagen fertig. Also verschwinden Sie jetzt und kommen Sie dann wieder. Wenn Sie uns ein Zimmer vermieten, warten wir. Wir haben kein Hotel. Das wäre doch für Sie leicht verdientes Geld. Und Sie sind eine Leiche. Hol dir auch ein Gewehr, Onkel Bob. Ans andere Fenster. Komm lieber hierher. Hier sind noch viel mehr. Ah. Komm schnell, Sie haben mein Gewehr. Halt. Lassen Sie das Gewehr fallen. Nimm das andere Gewehr und die Pistole. Wie ich Ihnen schon sagte. Wir möchten nur etwas Wasser und einen Platz zum Ausruhen. Das Wasser ist im Brunnen draußen. Und schlafen können Sie in der Scheune. Innigsten Dank, Madame. Wir nehmen Ihre überwältigende Gastfreundschaft gerne an. Es ist fast wie zu Hause. Die Scheune ist für euch gut genug. Trinkt, ruht euch aus und reitet weiter. Wir schlafen im Freien. Falls Sie uns vielleicht brauchen sollten, rufen Sie uns ganz ungeniert. Also gehen wir. Candy. Wir bleiben draußen und Sie hier drin. Wir da und Sie hier. Ich hätte ihn gleich vom Fenster aus erschießen sollen. Nun sei bitte vernünftig, Shelley. Tu einfach, was er gesagt hat. Sie verschwinden schon irgendwann wieder. Den Fünfen würde ich das Schlimmste zutrauen. Wieso? Sie hätten uns erschießen können und haben es nicht getan. Ja, wie großzügig von Ihnen. Hast du die Augen Ihres Anführers gesehen? Wie eine Schlange hat er mich angestarrt. Ganz hübsches Mädchen da drin, hä? Wenn man aus dem Kitchen kommt, findet man jede hübsch. Man kann auch das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Du nimmst das Geschäft zu ernst. Das Geschäftliche haben wir leider noch vor uns.
Nachher kannst du so viele Mädchen haben, wie du willst. Sicher. Aber wenn wir sie nun schon mal hier haben, warum sollten wir uns dann nicht mal amüsieren? Wir haben keine Zeit für Dummheiten. Wir dürfen die Straße keinen Augenblick aus den Augen lassen. Billy, du wirst die erste Wache an der Straße übernehmen und sagst uns, wenn die Kutsche kommt, damit wir unsere Vorbereitungen treffen können. Du denkst wohl nur noch an die Postkutsche. Du musst ja ganz wild auf das Gold sein. Wenn man zu viel auf einmal denkt, kommt man zu nichts. Falls ihr nichts dagegen habt, meine Herrschaften, werde ich mich jetzt mit der Dame des Hauses unterhalten. Vielleicht bitte ich sie auch um ein Tänzchen. Was denn? Tanzen will er mit dem Sollte Mädchen? Sollte mich wundern. Glaubst du denn, dass sie es tut? Wir versorgen die Pferde. Sag mal, will er wirklich mit ihr tanzen? Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich hätte Sie gerne mal gesprochen. Also reden Sie. Oh, so ein hübsches Mädchen sollte nie so ein böses Gesicht machen. Das gibt Falten und macht hässlich. Sehen Sie, so ist es schon besser. Wollen Sie mich nicht einen Augenblick reinbitten? Nein. Ich fresse Sie wirklich nicht auf. Sie können mir vertrauen. Wie lange haben Sie kein Mädchen mehr gesehen? Oh, sehr lange. Na, dann traue ich Ihnen lieber nicht. Sind denn da keine Frauen, wo Sie herkommen? Ich bin eigentlich nicht hier, um mich ausfragen zu lassen. Das war nur weibliche Neugier. Wo kommen Sie wirklich her? Von überall. Von Süden? Ja, aber auch von Norden, Osten und Westen. Dann würde ich Ihnen vorschlagen, Sie reiten auch wieder dahin zurück. Warum denn? Ich besuche Sie bald wieder. Hast du irgendwas erfahren? Nein, von dem nicht. Der war zu schlau. Er hielt sich für unwiderstehlich. Na, Glück gehabt, mein Freund. Das muss seine Zeit haben. Es ist mit Frauen wie mit Karten. Dazu gehört erstens Glück, dann ein Schuss Gefühl und in der Manschette ein Ass. Ist Gavan da drin? Unser Chef wollte die Posten kontrollieren. Ich komme mir hier langsam vor wie ein richtiger Soldat, verflucht. Bereite dich schon auf die nächste Wache vor. Auch das noch. Ich habe nicht sehr viel übrig für das Soldatenleben. Ich möchte nur, dass die Kutsche endlich anrollt. Aber wir sind doch erst eine knappe Stunde hier. Ich glaube, du musst dich noch etwas gedulden. Ich bin sehr geduldig, wenn ich einen Trumpf in der Hand habe. Ich warte nur, dass das Spiel losgeht. Wenn jetzt irgendwas passiert, bist du nicht mehr zu gebrauchen. Was soll denn passieren? Das sind 5 Leute, die hier übernachten und dann weiterreiten. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wenn irgendwas ist, beschütze ich dich schon. Die reiten bestimmt nicht weiter. Die sind da, wo sie hin wollten. Du gehst auf keinen Fall raus. Bleib hier. Hörst du? Du kriegst ja doch nicht heraus, was sie vorhaben. Shelly, bleib hier. Sie da. Darf ich Ihnen behilflich sein? Das ist doch sicher viel zu schwer für Ihre zarten Hände. Spiel doch mal etwas Flotteres. Warum sollten wir eigentlich nicht eine Runde tanzen? Ich glaube, Sie haben jedoch auch nicht viel Abwechslung. Können Sie nicht hören? Sie sollen das Haus nicht verlassen. Ich habe Jahre nicht mehr getanzt. Ich würde sehr gerne tanzen. Gitarre klingt immer sehr gut zur Mundharmonika, hä? Ja.
hört sich tatsächlich großartig an. Such dir doch selbst eine Tanzpartnerin. Hier gibt's keine andere. Weshalb hören Sie so plötzlich auf? Wir waren doch gerade so schön drin und... Los, spielt weiter. Na los, spielt doch weiter. Johnny hat genauso das Recht zu tanzen. Jetzt haben alle Mann getanzt. Ich glaube, wir müssen jetzt schlafen gehen. Ich habe noch nicht mit meiner Nichte getanzt. Sie können ja drinnen noch die ganze Nacht mit ihr tanzen. Du hast aber auch noch nicht mit ihr getanzt, Gavan. Dafür begleite ich Sie sicher nach Hause. Seien Sie nicht so egoistisch, alter Freund. Ich hoffe, dass Sie einen netten Abend verlebt haben. Ihretwegen hätte es um ein Haar Schwierigkeiten gegeben. Wieso denn? Ich habe nur Wasser holen wollen. Das hätte ja Ihr Onkel tun können. Das ist meine Arbeit. Das tue ich immer. Sie haben hier draußen sicher selten eine Abwechslung, nicht wahr? Vor gar nicht so langer Zeit wimmelte es bei uns noch von Menschen. Dann war es mit der Mine aus. Nur mein Onkel und ich blieben noch wegen der Postkutschenstation in dieser toten Stadt. Ich könnte manchmal wegrennen. Irgendwohin, ganz gleich. Solange, bis ich jemanden treffe, gleichgültig, wer es ist. Eine tote Stadt ist nichts für ein junges Mädchen. Kann sein, aber wir hatten uns dran gewöhnt. Aber dann, da kamen ein paar Strolche her, um sich in der Stadt breit zu machen. Deshalb habe ich Sie ja gebeten, nicht das Haus zu verlassen. Ich habe keine Angst vor Ihnen. Das will ich Ihnen glauben. Aber ich habe Angst vor Ihnen. Hey, ich habe eure Musik da hinten auf der Straße gehört. Ich möchte auch gerne ein bisschen tanzen. Komm, Johnny. Wie wär's mit ein paar Runden? Der Tanz ist vorbei. Hill, du bist dran, ihn abzulösen. Also geh jetzt. Wir dürfen die Straße nicht unbewacht lassen. Darf ich fragen, warum du nicht dran bist? Weil ich dir sage, dass du jetzt gehst. Ich kann dir auch sagen, wieso du nicht gehst. Du willst aufpassen, dass keiner das Mädchen besucht. Du scheinst dir auch Gedanken über alles zu machen. Ich werde dir mal was Interessantes verraten. Ich mache mir sogar Gedanken über dich, Gavan. Ich bin müde, ich gehe jetzt schlafen. Johnny, du löst gleich deinen Bruder ab. Ihr beide könnt mich begleiten. Weshalb? An sich ist es am günstigsten, die Postkutsche in der Stadt zu überfallen. Aber trotzdem müssen wir uns die Umgebung genauer ansehen. Wir dürfen kein Loch lassen, durch das Sie entkommen können. Sie gehen fort. Siehst du, wie ich gesagt habe? Nein, Sie lassen Ihr Gepäck hier. Sie kommen wieder. Ich werde am besten noch mal rausgehen. Ich finde vielleicht irgendeinen Anhaltspunkt, warum Sie hier sind. Lass lieber die Finger davon, Shelley. Bleib hier. Ich werde mich schon vorsehen. Wir müssen wissen, was Sie vorhaben.
Na, neugierig? Ich suche nur ein bisschen Tabak. Er ist meinem Onkel nämlich ausgegangen. Und er ist ungenießbar, wenn er keinen mehr hat. Tja, das kenne ich. Und darum wollten Sie den Tabak stehlen, ne? Oh, nein, natürlich nicht. Ich wollte nur welchen borgen. Ich wollte fragen, aber es war niemand da. Hier. Nehmen Sie doch. Ich finde Sie wunderschön. Oh, vielen Dank. Ich höre hier draußen selten Komplimente. Was tun Sie auch hier in dieser öden Gegend? Mein Onkel sorgt für die Postkutsche. Und ich sorge für ihn. Sind Sie denn hier glücklich? Nein, aber mein Onkel ist mein einziger Verwandter. Und wo sollte ich denn sonst wohl hin? Ich könnte Ihnen viele Städte zeigen, wo es schöner ist. Und welche? Na, zum Beispiel Veko und Dallas und viele mehr. Sind Sie aus Veko gekommen? Ja, mit meinem Bruder. Wir sind dort beide geboren. Und was wollen Sie hier bei uns? Hier erledigen wir nur etwas. Das ist bestimmt sehr wichtig. Oh ja, natürlich. Die Rebellen konnten niemanden finden, der die Postkutsche anhält. Ah, ihr gehört zur Armee der Südstaaten. Und ihr tragt keine Uniform? Na, Sie müssen aber sehr dumm sein. Wir würden doch sofort umgelegt werden, wenn man uns hier in der grauen Uniform erwischt. Können Sie sich das nicht denken? Wo wollen Sie denn hin? Ich glaube, ich gehe besser wieder rein. Aber Sie haben ja den Tabak vergessen. Oh ja, vielen Dank. Ich gebe ihn nur für einen Kuss her. Sie sind wunderschön. Ich will und ich muss dich küssen, du. Lassen Sie mich. Bitte, nein. Ich will ja weiter nichts als einen Kuss. Nein, lassen Sie mich. Lassen Sie mich. Dein Träumen hilft dir gar nichts, du. Lassen Sie mich los. Lassen Sie mich. Ich habe Sie ja gewarnt, nach draußen zu gehen. Warum hört Sie auch nicht auf mich? Nicht doch. Ich will nicht. Hör auf, dich zu wehren, hörst du? Ja, es ist gut. Aufhören, ich küsse sie, ja. Ich will aber keine Almosen von dir. Ich habe dich nett gefragt, aber ich bin ja nicht gut genug. Jetzt nehme ich mir einfach, was ich will. Nein, jetzt werde ich dich küssen. Bitte nicht. Lassen Sie mich bitte los. Hören Sie bitte nicht jetzt. Ich war auch immer allein. Lassen Sie mir Zeit. Los, hast du verstanden? Warum müssen Sie rauskommen? Es war alles nur Ihre Schuld. Billy weiß oft nicht, was er tut. Er ist ein sonderbarer Kerl. Er vergisst alles, sobald er etwas sieht, was er haben will. Manche Wünsche müssen einfach raus, sonst erstickt man daran. Sie haben selbst Schuld an dem Vorfall. Du hast noch Wache, Johnny. Warum hast du deinen Posten verlassen? Kümmere dich um deinen Bruder. Hengert, du kannst die Wache übernehmen. Haben Sie ihm was getan? Nein, es ist nichts geschehen. Ich habe meine Gründe, wenn ich ihn verbiete, hier draußen rumzulaufen und Unruhe unter meine Leute zu bringen. Sie habe ich doch nicht beunruhigt. Wer weiß, aber zurzeit habe ich nur Interesse daran, dass unter uns die Disziplin erhalten bleibt. Das können Sie am besten, indem Sie weiterreiten. Überlassen Sie das mir. Ich bringe Sie nicht nochmal nach Hause. Shelley, warum bist du rausgegangen? Ich hab's ja kommen sehen. Ich hab gesehen, wie dieser Verrückte dich anfiel. Ich hab's mit angesehen, aber was sollte ich denn tun? Beruhige dich, es ist ja vorbei. Ich wollte gerade rausstürzen. Da sah ich diese Flasche. Und ich dachte, dass ein Schluck mir Mut machen würde. Aber er hat mir auch nicht geholfen. Sie haben mir nichts getan, ist ja schon wieder gut. Ihr Anführer kam zur rechten Zeit dazwischen. Wenn die Kutsche erst in der Stadt ist, gibt es für Sie zwei Möglichkeiten zur Flucht. Ich möchte auf jeden Fall einen Kampf im freien Gelände vermeiden. Deshalb müssen wir sie hier umzingeln. Hale, du postierst dich hier. Die Kutsche muss dicht an dir vorbei, also Vorsicht, versteck dich gut. Billy, du wirst dich auf dem Dach der Schmiede aufstellen. Und Johnny, du stehst... Hört bitte genau zu. Zu Befehl. Darf ich fragen, wo du stehen wirst? In dem Haus. Ach, um möglichst nah bei der Kleinen zu sein, hm? Das Mädchen interessiert mich nicht. Sicher, aber ein anderer soll sie auch nicht haben. Ich interessiere mich nur für das Gold. Wieso sollte man nicht gleich beides haben? Was soll denn das ewige Gequatsche?
Ich glaube schon längst nicht mehr an diese Postkutsche. Es tut uns nicht weh, noch einen Tag zu warten. Aber mir schon. Dieses ewige Warten und Wache schieben. Und ich lasse mich von dir nicht vor diesem Mädchen verprügeln. Und dein Getue, als ob sie dir allein gehört, habe ich auch satt. Setz dich, Billy. Dein Bruder kann wohl nichts anderes als stänkern. Wer kann denn das aushalten? Ihr solltet alle halb so viel reden. Also weiter. Johnny und Haggard, ihr wartet hier. Sobald die Kutsche auf dem Platz hält, erscheint ihr. Der eine Junge, dieser Verrückte, hat mir erzählt, was Sie hier wollen. Sie sind konföderierte Soldaten. Shelley, misch dich da nicht ein. Er hat von einer Kutsche aus Kalifornien gesprochen. Ach, die kommt ja erst in 14 Tagen. Es könnte sich doch vielleicht um eine außerplanmäßige Postkutsche handeln, Onkel. Jedenfalls erwarten Sie eine. Na, wenn eine Kutsche erwartet wird, würden wir es doch wissen. Das ist nicht gesagt. Vielleicht soll es geheim bleiben, weil sie was Wichtiges transportiert. Und wenn es so ist, dann muss ich Sie warnen, Onkel. Das wirst du nicht tun, Shelley. Doch, das werde ich tun. Ich schleiche mich im Dunkeln raus. Tu es lieber nicht. Lass die fünf machen, was sie wollen, dann verschwinden sie schon wieder. Sie würden uns vorher erschießen. Sie hätten Angst, dass wir ihnen die ganze Armee auf den Hals hetzen. Dann ist es meine Pflicht zu gehen. Ich komme besser durch. Und dreh die Lampe runter, bevor ich rausgehe. Da gefangen? Ein Nachtschwärmer, hä? In welcher Mission sind Sie denn unterwegs? Ich wollte die Postkutsche aufhalten, auf die Sie warten. Ach, das ist sehr tapfer von Ihnen. Aber das haben Sie sich etwas zu leicht vorgestellt. Draußen im offenen Gelände hätte John Candy Sie todsicher gesehen. Und er würde bestimmt nicht vorbeischießen, ist Ihnen das klar? Und wenn Sie hier erst mit Ihrer Arbeit fertig sind, werden Sie mich auch nicht verschonen. Ich habe mich bisher immer bemüht, Sie zu beschützen. Sicher. Was Ihnen mein Leben wert ist, kann ich mir gut vorstellen. Das können Sie sich bestimmt nicht vorstellen. Oh ja, ich glaube doch. Sie sind nicht besser als die übrigen. Sie betragen sich besser, aber denken tun Sie dasselbe. Ich glaube, Sie werden Ihre Meinung über mich noch revidieren. Wenn Sie sich nur nicht irren. Dazu sind Sie mir viel zu gleichgültig. Das wäre sehr bedauerlich. Was ist? Du kannst wohl nicht schlafen. Ich gehe nachts genauso gern spazieren wie du. Leider bin ich dabei ganz allein. Ich hatte sie ertappt, als sie weg wollte. Ja, ich kann sehr gut hören. Ich habe das Gefühl, als ob die Kleine dich mehr interessiert als das Gold. Da befindest du dich im Irrtum. Ich bin überzeugt davon, dass sie dir mehr wert ist. Deshalb mache ich dir einen Vorschlag. Nachdem alles erledigt ist, schießen wir beide die anderen nieder. Und dann kriegst du diese Kleine und ich kriege das Gold. Solche Geschäfte schätze ich nicht. Überleg's dir. Dem Gold schadet deine Kugel nichts, aber der Kleinen? Oh. Das hast du dir aber wirklich raffiniert ausgeknobelt. Tja, jeder muss sehen, wo er bleibt. Johnny, ich habe das Herumlungern jetzt langsam satt. Halt den Mund, Billy. Die Kutsche existiert gar nicht oder sie ist irgendwie gewarnt worden? Setz dich und halt den Mund. Wenn du was tun willst, könntest du etwas mehr auf das Feuer aufpassen. Auf dem Hügel weht ein verdammt kalter Wind. Du hast meinem Bruder gar nichts zu sagen, verstanden? Mach dir doch selbst Feuer, wenn du frierst. Ich habe ihn ja nur darum gebeten. Billy tut nur, was ich sage. Sehr viel Erfreuliches ist dabei ja wohl für ihn nicht herausgekommen. Willst du mich beleidigen? Lass die Finger von der Pistole. Dir macht es wohl Spaß, hier den großen Herrn zu spielen und uns zu schikanieren. Du bildest dir wohl ein, dass du was zu sagen hast. Ich kann auch anders. Sieh dich vor.
Pass auf, wenn du mit meinem Bruder Streit anfängst, kriegst du das auch mit mir zu tun. Gaban! Die Kutsche kommt! Sind ein paar Mann Kavallerie dabei. Schnell an eure Plätze. Nicht schießen, bevor die anderen anfangen. Legen Sie sich auf den Boden. Gehen Sie in Deckung oder sind Sie lebensmüde? Edmund, schirren Sie die Gäule aus. Billers, bringen Sie die Ersatzpferde. Sind Sie für die Kutsche zuständig? Keine Bewegung. Wer sich rührt, wird erschossen. Überfall! Auf hier mit der Kutsche! Nicht entkommen, er holt Verstärkung. Steffen Jethro. Ich verhafte Sie im Namen der Konföderierten Armee, Steffen Jethro. Das muss ein Irrtum sein. Ich bin nicht Steffen Jethro. Das werden wir feststellen. Mit der Sprache. Wo sind die 30.000 Dollar in Gold? Das hätte 200 Mann den Kopf kosten können. Antworte. Wo hast du das Gold? Das habe ich doch nicht bei mir. Glauben Sie, ich wäre so dumm, dass ich... jetzt endlich wissen, wo das Gold ist. In Kalifornien. Und nur ich kann es euch verschaffen. Du lügst. Wo hast du es versteckt, du Hund? Hat er denn das Gold nicht hehl? Hat er das Gold entfernt? Wer weiß, vielleicht hast du es mit einer anderen Kutsche geschickt. Vielleicht hast du es auch irgendwo vergraben auf dem Weg hierher. Ich kenne noch Mittel, es aus dir herauszuholen, Freundchen. Also antworte! Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Ich weiß, dass es sinnlos ist zu lügen. Ich habe das ganze Geld auf einer Bank in San Francisco deponiert und da wollte ich es dann später abholen. Haben wir ja eine ganz hübsche Reise gemacht, nur um in der frischen Luft zu sein. Dieser ganze anstrengende Ritt soll umsonst gewesen sein? Warte. Es könnte ja sein, dass wir nach Kalifornien gehen. Wir können nicht wieder nach dem Süden zurück, sonst würden uns die Rebellen sofort wieder ins Gefängnis stecken. Aber hier im Feindgebiet können wir auch nicht bleiben. Das tun wir nicht. Wir werden ihn einfach nach San Francisco zur Bank begleiten. Du gehst nicht mit ihm nach Kalifornien zurück. Die Südstaaten legen Wert auf seine Person. Ich lege Wert auf das Gold. Und ich habe den Auftrag, ihn im Süden vor ein Kriegsgericht zu stellen. Schön, dann wissen wir also endlich, was du willst. Du hast auch gesagt, dass das Mädchen zu der übrigen Beute gehört und trotzdem bewachst du sie, als ob sie dir gehörte. Du wolltest uns weismachen, du wärst nur scharf auf das Gold. Und jetzt bist du nur an diesem Spion interessiert. Es ist dir völlig gleichgültig, dass das Gold nicht da ist. Ich glaube dir nicht, dass du jemals im Gefängnis warst.
Du hast absolut nichts mit Leuten wie uns gemein. Du bist ein Rebellenoffizier. Dich haben sie nur als Aufpasser mitgeschickt, damit auch alles klappt. Du hast uns ja auch wirklich so lange zusammengehalten. Aber jetzt ist Schluss damit. Ich nehme Jethro mit zurück. Gib ihn uns, Gavan, dann lassen wir dich auch laufen. Was ist denn bloß mit dir los, Gavan? Was willst du denn mit dem? Ich glaube, ihm geht es um ganz andere Dinge als uns. Er ist kein Mörder, sondern Offizier. Ein edler, ehrenhafter Mann, der nur an seinen Auftrag denkt und wenn er dabei auch drauf geht. Das wird er auch. Ich werde Gavan schon treffen. Das ist zu riskant. Wenn du Jethro triffst, kann er nicht mehr reden. Der Schuss würde ihn nicht mal streifen. Lass es lieber sein. Sie sitzen ja doch in der Falle. Seid vorsichtig, Sie haben es auf uns alle abgesehen. Hier. Los zum Stall. Ich habe lange nicht mehr geschossen. Hoffentlich kann ich es noch. Sie haben gleich Gelegenheit, es festzustellen. Was ist denn passiert? Sie wollen den Mann haben und das Gold, das er gestohlen hat. Und Sie wollen das Gold für sich selbst haben? Ich bin konföderierter Offizier. Ich habe geschworen, den Mann mitzubringen. Er ist ein Verräter. Sie werden ihn hier rausholen. Gavan! Gavan! Ja, ich höre. Komm raus, wir wollen verhandeln. Warum kommst du denn nicht rein? Ich denke nicht daran. Wir können uns ja auch so ganz gut verständigen. Jethro hat das Gold auf einer Bank in Kalifornien deponiert. Wir können es nur kriegen, wenn wir ihn haben. Gibst du ihn raus, lassen wir dich laufen. Wenn du es nicht tust, töten wir dich, das Mädchen und den Alten. Na, was sagst du dazu? Die werden sie auch erschießen, wenn sie auf seinen Vorschlag eingehen. Und wenn nicht, erschießen sie uns alle. Ich könnte eine kleine Schießübung gebrauchen. Ich bin Konföderierter, vergessen Sie das nicht. Es geht nicht um Nord- oder Südstaaten. Dies ist unser kleiner Privatkrieg. Es wird nicht leicht sein. Ich habe keine Angst. Hill! Ja? Ich lehne ab. Ich weigere mich. Dann holen wir ihn eben. Du liegst schon im Dreck, ehe du nur 3 Schritte getan hast, mein Junge. Wir versuchen es von der anderen Seite. Auf die Idee kommt Gavan auch. Er wird schon aufpassen. Na, was wollt ihr denn nun machen? Ich bleibe hier in aller Ruhe sitzen. Bis du schwarz wirst, hä? Man weiß nie, wer hier durchreitet. In dem Fall könnten wir immer noch verschwinden. Es dauert aber gar nicht so lange. Gavan wird sicher versuchen, das Mädchen zu retten. Ach, lass uns doch einfach angreifen. Ich finde diese Warterei langweilig. Wir beobachten das Haus von hier. Der kommt schon noch zur Vernunft. Ob Sie was unternehmen, wenn es dunkel ist? Vielleicht stecken Sie uns das Haus über dem Kopf an. Es ist grässlich, das Warten. Das geht denen bestimmt nicht besser. Sie müssen immer befürchten, dass jemand vorbeikommt. Vielleicht ein paar Soldaten oder sonst wer. Hierher verirrt sich so leicht niemand. Die werden schon noch nervös. Hill hat sich schon vom ersten Tag an aufgeputscht. Im Augenblick ist er noch ihr Anführer, aber nicht mehr lange. Hegart liegt auch auf der Lauer und wartet auf seine Chance. Und die Brüder sind sowieso unruhig. Es kann auch viel passieren. Zum Kotzen, dieses dauernde Sitzen und Sitzen. Schnauze. Na, ich kann nicht so still sitzen. Kannst du nicht was anderes sagen? Was denn? Sitzen, sitzen. Wie oft sollen wir das noch von dir hören? Na, ich sag gleich gar nichts mehr. Das ist doch besser. Ich werde dich ablösen. Schon gut, ich bin nicht müde, mach dir keine Sorgen. Es wäre vielleicht gut, abwechselnd zu schlafen. Es wird eine lange Nacht. Mhm. Shelley, ich glaube, ich müsste einen kleinen Schluck zu mir nehmen. Durch diese Aufregung ist meine Kehle ganz trocken. Sicher, das wird dir gut tun.
Kommen Sie. Gavin? Ja? Ich weiß nicht recht, wie ich es sagen soll. Was, dass Sie plötzlich für mich sind? Als ich Sie das erste Mal sah, hielt ich Sie für den Anführer einer Bande von Verbrechern. Ich kann leider mein Leben nicht so führen, wie ich möchte. Ich habe mir, glaube ich, mehr Gedanken über mein Leben gemacht als andere Mädchen. Und erst als Sie kamen, ahnte ich, wohin es führt. Der Krieg müsste vorüber sein. Er wird sicher auch einmal enden. In der Zeit kann sich vieles ändern. Aber manches bleibt unvergessen. Und du vergisst mich nicht? Ich vergesse bestimmt nicht, dass ich mal deine Zielscheibe war. Bald ist der Krieg aus. Ja, hoffentlich. Aber noch müssen wir bis zum letzten Augenblick kämpfen. Wenn er bald vorüber ist, warum kämpfst du dann noch? Ein Krieg ist wie eine Panik. Niemand kann etwas dagegen machen. Er muss sich selbst totlaufen. Aber Tausende müssen noch sterben, bis es soweit ist. Sicher. Aber manche werden ihn überleben. Jetzt kann ich nicht mehr. Ich hole sie raus. Los, Gavan, komm doch raus. Warum hat er das gemacht? Billy hat nie gelernt zu warten. Warum schießen Sie denn nicht? Ich schieße nicht auf einen Unbewaffneten. Er kommt nur wegen seines Bruders. Was soll das? Das verstehe ich nicht. Was will er unter dem Haus? Was hat er vor? Steh sofort auf. Jethro, Sie auch. Ganz stillstehen. Die Candy-Brüder haben es uns vorgemacht. Ich glaube, jetzt sind wir dran. Johnny ist besser dran, weil er in Deckung ist. Wir müssen ein ganz hübsches Stück rennen. Du rennst auf die Vorderfront zu und ich greife sie von hinten an. Wo ist der? Ruhig. Er wird das Haus anzünden. Wir müssen raus. Jetzt weißt du also, was er vorhat. Die Geräusche unserer Schritte sollen uns verraten. Also ruhig stehen bleiben. Er könnte uns ebenso gut treffen, wenn wir uns nicht bewegen. Los, SV, die Gelegenheit ist günstig. Jetzt müssen wir ab. Viel Lust habe ich nicht, über den freien Platz zu laufen. Ich bin nicht mehr so schnell. Ich bin kein Jüngling mehr. Wir müssen unbedingt die Situation ausnutzen. Johnny treibt sie mit seinen Schüssen aus dem Haus. Sie sind zu beschäftigt, um auf uns zu schießen. Es könnte aber sein, dass du dich diesmal irrst. Ach, lass jetzt das Gerede und geh. Nein, ich bin lieber vorsichtig. Bleib so stehen. Mein Finger am Abzug ist schon etwas zittrig, Hehl. Wir kommen doch bis ans Haus ran. Sei vernünftig. Ich sehe die Dinge etwas anders. Ich finde, das Gold ist viel zu weit weg, als dass ich dafür etwas riskieren möchte. Na, und was willst du jetzt? Ich habe nichts mehr als mein Leben. Und das will ich behalten. Ich überlasse dir gerne das Gold. Das gesamte Gold. Von mir aus werde damit selig. Lass fallen. Ich bin noch da.
Stoß die Pistole weg. Wir können viel schneller laufen, als er da unten kriechen kann. Kommt schnell, wir versuchen es. Euch bewegt, knallt es. Wir wollen doch dem Überlebenden nicht verraten, dass ich hier bin. Es sind zwei tote Männer unter dem Haus. Aber der eine weiß es bloß noch nicht. Es gibt Tote, die sehr gut hören können. Deine Freunde nehme ich mit, wenn du schießt. Ich schieße schneller, als du denken kannst. Ich habe nichts zu verlieren. Aber du sehr viel. Ich werde mich darauf konzentrieren, abzudrücken. Wenn du abdrückst, gehorcht mir mein Finger noch im Tode. Die Pistole weg, Garan. Du kriegst die Kleine und ich kriege das Gold. Nein, er wird dich erschießen. Die Yankees haben fern ihrer Heimat den Tod gefunden. Sie haben ihrer Sache gedient, so gut sie konnten. Sie starben wie tapfere Soldaten. Amen. Ich wünsche Hale und den Candies, dass es für sie in der Hölle nicht zu heiß ist. Es ist alles bereit, Gabber. Sie finden reichlich Verpflegung und Munition in den Satteltaschen. Sie können schon aufsitzen. Sally. Wir wollen uns beeilen, Jethro. Wenn wir am Ziel sind, habe ich noch mal denselben Weg vor mir, um nach Haus zu kommen.